aus Menschen, die vollkommen hart in Entbehrungen aller Art und den Einflüssen der Naturgewalten ausgesetzt erzogen werden, entstehen nicht selten große Gemüter. Nur muss ihnen, dass sie groß werden, irgendwo im ersten Leben der Engel des Göttlichen erscheinen, sei es im Rauschen des Flusses, im Wehen des Waldes, im Glänzen der Sterne oder in der Tiefe eines liebenden Herzens. Sonst werden sie nur stark. Linz am 23. April 1849, Adalbert Stifter.